Ja, angekommen in einem meiner absoluten Lieblingswaldabschnitte. Versuche ich euch mal zu erklären, was ich vorhabe. Ich glaube, wir haben heute den 23. Juni und ich habe in der nächsten Zeit ein bisschen Zeit und ich werde einfach mal die schönsten Funde bis Ende Juni aufzeichnen, dokumentieren und in einem Video zusammenfassen. Hier ein alter Fichtenstamm und dieser alte, ja, vermeintliche Fichtenstamm, kann auch eventuell Lärche sein, auf jeden Fall Nadelholz, übersät von Blut, von dem Blutmilchpilz, ist so halb Pilz, halb, ja, irgendwo doch Lebewesen. So eine Marshmallow-artige Struktur. Ja, also wirklich wunderschöner Halbpilz, sagen wir mal so. Der So, Blutmilchpilz. heute aus dem Wald, wo ich meine erste Röhrlingspirsch gemacht habe. Und ich bin auch direkt fündig geworden. Hier haben wir den Lungenseitling. An einer, und daneben sehe ich noch die Kohlbeere. An einer umgestürzten Buche. Die sind mir jetzt aber schon ein bisschen was zu alt und angefressen. Da hinten waren auch noch ein paar Fruchtkörper, die sahen noch schlechter aus. Und dort vorne liegt noch ein alter Sommersteinpilz. Ich werde mich jetzt da reinstürzen und mal So, schauen, was noch kommt. ich habe jetzt eine Stelle entdeckt. Hier stehen, puh, bestimmt 10 überständige Sommersteinpilze. Und das hier ist jetzt der erste eventuell brauchbare Kamerad, obwohl er auch schon stark zerfressen ist. Gucken wir uns den guten Mann mal an. Ich denke, die Netzzeichnung kann man wunderbar erkennen. Etwas dunklerer Hut. Ist noch ein junges Exemplar, sieht man an den weißen Röhren. Aber dafür, dass er jung ist, hat er schon ganz schön gelitten. Ich schneide den gleich mal an und gucke, was von dem guten Mann oder der guten Dame noch zu gebrauchen ist. Ich mal Sehr kurz schön. mit auf eine kleine Reise. Zwei Überständige. Dann geht es weiter mit noch einem überständigen Sommersteinpilz. Noch ein überständiger. Noch ein überständiger. Ich hätte eine Woche früher hier sein sollen. Aber wie es manchmal so ist, ist man eine Woche früher woanders und findet gar nichts. Der erste Schub ist hier anscheinend wirklich vorbei. Ich habe jetzt auch nichts Junges mehr entdeckt. Ich habe es wirklich verpasst. Ich hätte regelmäßiger hier kontrollieren sollen, weil es geht hier genauso weiter. Hier befindet sich noch ein Überständiger. Da unten. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Dann haben wir hier noch welche. Dort oben auch noch zwei große alte. Tja, so kann es manchmal gehen. Vor einer Woche hätte ich mir hier das Körbchen innerhalb von 5 Minuten voll sammeln können. Aber es ist noch ein bisschen Aufstieg zu machen. Eventuell Wir finde ich haben noch die was Schnecken Schönes. geköpft. Aber der hier sieht noch ganz vernünftig aus. Schauen wir uns mal an. Da fällt der Kopf auch bald ab. Auch schon wieder ein etwas älteres Exemplar. Aber bei dem kann man auch mal wieder schauen, was noch zu gebrauchen ist. Der hier ist natürlich völlig drüber. Ich schätze mal, wenn ich mich noch weiter hochkämpfe, wird noch ein bisschen was dazukommen. Gerade sehe ich keinen mehr. Und selbst den geköpften, da kann man sich noch mal anschauen, ob da vielleicht der Hut noch zu gebrauchen Und ist. wie bestellt und nicht abgeholt, Stehen dann hier noch die zwei Sommersteinpilze.
die Trockenheit bzw. die fehlende Feuchtigkeit trocknet hier diesen mageren Boden. Hier ist nicht viel Laub, ein bisschen Moos. Ansonsten nackte Erde trocknet das hier recht schnell aus. In feuchten Jahren, da kann man sich hier dumm und dämlich sammeln. Aber jetzt mit dieser Trockenheit, man sieht es auch, kommen die Pilze hier leider nicht zum Zuge. Ich denke mal, im Herbst wird das hier wieder ein Eldorado. Und ja, hier auch noch mal zwei schöne Sommersteinpilze. Was soll ich sagen? Auch die Pfifferlinge sind jetzt hier zu finden. In dem Fall dürfte es sich um den blassen Pfifferling handeln. Wir nehmen das Bündel mal raus. Ich schätze mal, einzeln wird nicht klappen. Na doch. Ja, man sieht ganz klar die Leisten, die dem Stiel etwas herablaufen. Das weiße Fleisch, heller Hut, in dem Fall der blasse Pfifferling. Sehr schön. Ja, hier nochmal eine kleine Zusammenfassung von meinen Funden, beziehungsweise von dem, was brauchbar ist. Da haben wir zwei Steinpilze, einmal nur der Hut und die blassen Pfifferlinge. Ich denke, für eine kleine Pfanne ist das durchaus zu gebrauchen. Und ja, dann bis zum nächsten Tag. Es wird ja eine längere Serie. Ihr könnt ja später mal schreiben, was ihr davon haltet. Neuer Tag, neues Glück. Und in dem Fall habe ich hier den Eichhase entdeckt. Ja, lebt parasitär bei Laubbäumen, löst die Weißfäule aus. Hauptsächlich bei Eichen, kann aber auch bei Buchen vorkommen. Die gute Buche hat er schon gekillt, würde ich sagen. Hier neben ist noch ein Fruchtkörper. Die sind beide schon überständig. Ja, jetzt agiert er als Folgezersetzer. Ich bin leider ein bisschen zu spät. Gilt auch als Vital- und Heilpilz. Gehört zu den Stielporlingsverwandten. Wenn man sich das mal hier anguckt, dann kann man es ganz gut erkennen. Die Poren, der Stiel, der Hut so leicht beschuppt. Ja, wunderbar. Der Eichhase. Relativ selten. Nächstes Jahr bin ich ein bisschen zeitiger hier. Vielleicht reicht es dann für eine Mahlzeit. Auch hier wieder vermutlich ein Hexenröhrling. Die roten Röhren sehr stark angefressen, gelbes Fleisch. Der Hut relativ hell, blaut. Ja, ob das jetzt ein Netzstieliger oder ein Flockenstieliger ist, tja, lässt sich nicht mehr hundertprozentig sagen. Ich würde sagen, das gute Stück bleibt hier und kann zum Beispiel der Schnecke als Futter dienen. Und auch hier drückt sich jetzt ein junger Pilz nach oben. Es dürfte in dem Fall der graue Wulstling sein. Ein kleiner und ein etwas ausgebildeter. Man sieht von dem Regen, den wir jetzt hier haben, dass die Flocken weggespült wurden. Auch hier ein älteres Exemplar. Hier vorne drückt sich jetzt auch wieder einer hoch. Die Verwechslungsmöglichkeit ist auf jeden Fall der Pantherpilz. Und ich will auch nicht ausschließen, dass es eventuell sogar der Pantherpilz ist. Aber ich lasse die jetzt stehen. Ich rupp die jetzt nicht raus. Vielleicht sehen wir noch mal ein älteres Exemplar, was noch ganz ist. Dann können wir uns die Merkmale noch mal angucken. Ansonsten, ja, der graue Wulstling. Imposant. Wie der Zunderschwamm diese alte Buche jetzt zersetzt. Und ja, es sieht wirklich toll aus, gerade mit dieser Regenatmosphäre, an dieser offenen Fläche, die natürlich nur entstanden ist, weil diese alte Buche dem Zunderschwamm zum Opfer gefallen ist. Ja, toll. Und jetzt zum Abschluss der Tour nochmal einen sehr schönen Fund. Habe einen schon mal rausgenommen, mir genauer angeguckt.
Man sieht sehr, sehr eng stehende Lamellen. Hier hatte ich schon mal etwas abgebrochen. Weiße Milch, die sofort austritt. Ganz klar ein Milchling. Und zuerst dachte ich von oben, es könnte der Weißtäubling sein. Ja, aber jetzt mit der weißen Milch müsste es der langstielige Pfeffermilchling sein. Ja, in Maßen auch als Würzpilz nutzbar. Er ist wirklich sehr scharf. Ich würde das jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ich werde es auch selber nicht machen. Aber hier steht wirklich alles voll. Auch hier. Dort noch ein großer. Kann man eine kleine Runde drehen. Ich sehe auch hier vorne. Kommt auch gleich zwei nebeneinander. Der Pfeffermilchling ist auch ein Symbiosepilz. Regional relativ häufig. Ich selber habe ihn noch gar nicht gefunden. Also das ist jetzt das erste Mal, dass ich ihn finde. Auch hier drückt sich ein kleiner durch, da ein großer. Wirklich schön. Hier im Heidekraut. Zwischen jungen Eichen, alten Buchen. Ja. Der Pfeffermilchling. Ich werde jetzt diese Wochentour sozusagen abschließen. Noch ein paar Worte. Die Röhrlinge hatten jetzt ihren ersten Schub. Ich kam leider etwas zu spät, genau in dieser Woche, wo sie da dann wahrscheinlich reichlich da gewesen wären. Genau da war ich nicht da, wo sie waren. Aber so ist das halt manchmal. Da steckt man nicht drinne. Den nächsten Schub erwische ich vielleicht. Und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Hier haben wir noch ein paar Trameten. Ja, ihr könnt ja mal einen Kommentar da lassen. Lasst ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Wird wahrscheinlich ein bisschen längeres. Ist ja klar, ist eine ganze Woche mit in Anführungszeichen den schönsten Funden beziehungsweise das, was von den Pilzen noch übrig geblieben ist. Ja, ich freue mich, wenn ihr ein Abo da lasst, einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben. Macht's gut, euer Fungifighter.